2010 trat die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf EU-Ebene in Kraft. Neben denen anderer Gruppen umfasst sie die Menschenrechte Blinder und Sehbehinderter. Ziel dieser Konvention ist eine vollumfängliche, inklusive Gesellschaft für alle Menschen. Nach über 10 Jahren sehen sich Blinde und Sehbehinderte in Europa jedoch immer noch mit vielen Herausforderungen im Alltag konfrontiert. Davon werden sie Ihnen berichten und aufzeigen, welche inklusive Lösung sie vorschlagen, damit ihr Leben besser wird. Aber sehen Sie selbst und erfahren Sie, was Sie tun können, um diese Welt inklusiver zu gestalten. Artikel 27. Gleiches Recht auf Arbeit. Gemäß der BRK ist das Recht auf Arbeit und Beschäftigung ein Grundrecht, um ein normales Leben führen zu können. Jedoch liegt die durchschnittliche Arbeitslosenquote blinder und sehbehinderter Menschen im arbeitsfähigen Alter auf EU-Ebene bei über 75%. Um eine erfolgreiche Karriere anstreben zu können, ist eine lebenslange Aus- und Weiterbildung unabdingbar. Jedoch nehmen innerhalb der EU lediglich 10% der Menschen mit einer Behinderung an lebenslanger Aus- und Weiterbildung teil, im Vergleich zu 21% bei nichtbehinderten Menschen. Eine Frau sitzt am Computer. Mein Name ist Jolanda Spahns, ich bin 52 Jahre alt und lebe in den Niederlanden. Ich habe Retinitis pigmentosa und bin jetzt nahezu blind. 2014 habe ich mit der Arbeitssuche angefangen. Ein Jahr später trat in den Niederlanden das Teilhabegesetz in Kraft, was besagt, dass Menschen, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft den Mindestlohn zu verdienen, in ein Zielgruppenregister aufgenommen werden. Wiedereingliederungsmaßnahmen und Zuschüsse sind mit diesem Register verbunden. Sie schreibt auf einer Braille-Tastatur. Ich kann den Mindestlohn verdienen und falle somit nicht in das Zielgruppenregister. Daher bin ich für Arbeitgeber weniger interessant, weil sie keine Zuschüsse erhalten, wenn sie mich einstellen. Ich denke, dass das Teilhabegesetz auf alle Menschen mit einer Behinderung ausgedehnt werden sollte, damit sie nicht im gegenseitigen Wettbewerb um die Gunst der Arbeitgeber stehen. Sie tippt auf einer normalen Tastatur. Und ich denke, dass Software im Einklang mit den Richtlinien der UN-Behindertenrechtskonvention für alle zugänglich sein muss. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den BSVÖ, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich, unter www.blindenverband.at, einem Mitglied der Europäischen Blindenunion EBU. Dieses Video wurde unterstützt durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft, V-Programm der Europäischen Union.